Willkommen zu einer weiteren Folge von Angeschaut und Ausprobiert. Heute wird es die 50. Folge geben und mal sehen, welche Spiele ich in dieser Folge kennenlernen werde. Also auf in die Spielauswahl. Oh no. Okay, es ist so ein Retro-Spiel und naja, ich bin mal gespannt, wie es sich tatsächlich spielt, weil immerhin habe ich es selber auf die Liste gesetzt, also wollte ich es mir ja zumindest mal anschauen. Also, Bloody Walls. Also das Spiel selber benötigt 121 MB und will auch nur 44 MB runterladen. Inzwischen gibt es auch zwei DLCs. Einmal noch eine Hardcore-Variante, wo die Startbedingungen noch um einiges schlechter werden. Und The Darkness, wo dann weniger Licht verfügbar ist, beziehungsweise nur aus einzelnen Bereichen erhellt werden können. Aber erstmal sehen, wie lange das Spiel tatsächlich in der Normalfassung gespielt werden kann und ob ich dann noch Lust habe, einen von den DLCs, die kostenfrei verfügbar sind, auszuprobieren. Leider kann ich das Spiel nur als Bildschirmaufnahme machen und irgendwie nicht den Screen direkt vom Game abgreifen. Also auf in Bloody Walls und in die erste Runde das Spiel auszuprobieren. Also auf in ein neues Spiel. 0. Okay, das ist irgendwie das Antidot, was da verhindert, dass ich irgendwie drauf gehe. Die sind jetzt noch freundlich. Ein Sturmgewehr, Nachladegeschwindigkeit und so weiter und so fort. Der sagt gar nichts. Eine Tür, ein Gespräch. Okay, da ist irgendwie ein Stockwerk 3. An der Stelle gibt es wahrscheinlich einen Erste-Hilfe-Koffer. Und du? Du möchtest deinen Teddy haben. Und hier gibt es etwas Verschlossenes. Ist das Ding auch verschlossen? Ja. So, und der möchte im vierten Stock einen Schokoriegel haben. Ah, okay, jetzt habe ich sogar die Mission sozusagen alles schon angenommen. Kann ich direkt dann zwischendrin umschalten. Das ist blockiert, das auch. Und Stock 5 auch noch etwas. Was ist das, ein Turnschuh? Eine Weste? Naja, wenn der in so einem Glas ist, wahrscheinlich irgendwie ein Zusatzaggregat. Und hier noch irgendwas anderes, irgendeine Art. Ja, keine Ahnung, ein Tablet, ein Computer. Und gut, da geht es nicht weiter. Okay, ich kann rein und raus zoomen. Naja, schauen wir mal. So, jetzt ist die erste Minute fast abgelaufen. Gut, hier kann ich die Mission anschauen. Hier kann ich das anschauen, was ich habe. Und ich habe insgesamt 4 Slots, mit denen ich irgendwas anstellen kann. Naja, also als erstes dann mal zu versuchen, hier den Teddy zu finden, also ein Stockwerk nach unten. Stufe Nummer 2. Okay, da kommt jetzt der erste. Ups. Schieß doch! Okay, also die erste Runde war schon mal sehr kurz. Gut, dann jetzt hier wieder die Aufträge annehmen. Irgendwie habe ich noch nicht ganz verstanden, wie das mit dem Schießen funktioniert. Beziehungsweise wie lang die Nachladezeit tatsächlich ist. Und der fünfte Auftrag. So, also nochmal in den zweiten Stock. Und ja, was jetzt? Nein. Wieso funktioniert denn das Schießen so? Pff. Okay, also irgendwie habe ich noch nicht verstanden, wie ich mit dem Schießen da zurechtkomme. Okay, wenn ich jetzt gleich wieder drauf gehe, muss ich mir nochmal angucken, wie die Steuerung eigentlich ist. Was ich denn jetzt tatsächlich machen soll. Und warum ich irgendwie nicht so... Oder muss ich noch mehr Nachladesachen kaufen? Habe ich so wenig Munition? Also 35 Antidots, 3,5, maximal 20, was auch immer das da ist. Sturmgewehr, Nachladegeschwindigkeit 0,8 Sekunden. 5. Beschädigen 15, Distanz 30 bis 300. Ja. Achso, das sind die anderen Sachen, die er hat. Maschinenpistole, Flinte, Landmine.
Vielleicht sollte ich mir die Maschinenpistole noch mitnehmen. Okay, so, jetzt habe ich auf jeden Fall noch ein zweites ausgerüstet. Ich hoffe mal, dass ich mit dem schneller schießen kann. Mal schauen. Ja, okay, also irgendwie muss ich das jedes Mal manuell nachladen nach jeder Schuss. Also, aber Reloading tut es doch automatisch. Also, Cursor muss ich auf den Kopf. So 60 Sekunden bekomme ich mit jedem Antidot. Aber das müsste doch eigentlich... So, links ist Schießen und Kamera zentrieren. Also eigentlich außer den beiden Tasten gibt es da nicht viel. So, links, rechts, das habe ich schon gemacht. Slot 1, 2, 3, 4. Inventar gibt es noch. Also nochmal. Ah, okay, ich muss bloß lang genug immer wieder auf den Kopf halten. Anscheinend gibt es aber nicht sowas wie Munition. Aber ich muss an die richtige Stelle zielen. Das heißt, irgendwo auf den zu treffen, das nützt mir nichts. Okay, die Munitionsdinger verschwinden auf jeden Fall. Also ich glaube, die Munition ist unbeschränkt. Gut, der Fahrstuhl ist wieder offen. Und jetzt kann ich hier die Kisten übersuchen. Ah, da ist schon der Plüschbär. Okay. Gibt es noch mehr hier? Impfstoff. Da ist doch... Danger. Okay, das ist alles. Gut, dann bringe ich ja jetzt den Plüsch-Teddy zurück. Kann jetzt noch den anderen Auftrag schon mal annehmen. Hier ist der Plüsch-Teddy. Teddybär, die Errungenschaft freigeschaltet. Okay. Ja, habe ich jetzt noch ein Paket bekommen. Eine Landmine. Ah ja, das heißt, die hat das Ding dann freigeschaltet. Okay, dann hebe ich mir erstmal die Antidots auf. Habe ich jetzt eigentlich von dem habe ich keinen Auftrag bekommen. Genau, dann fehlen bloß noch die anderen beiden Aufträge hier. Also, dann Level 3. 10 Kills, nächste Errungenschaft. Nein! Oh. Okay, einmal zu dich dran und schon werde ich selber zum Zombie. Okay, noch ein Versuch. Dann mache ich da mal die Leertaste rein. Dann ist es auf jeden Fall einfacher damit zu starten. So, die Schwierigkeit ist im Endeffekt nur auf den Dingern zu bleiben. Während die immer näher kommen. Und immer erstmal eine Seite dann am besten Platz schaffen, damit ich mehr Bereich habe, mich auch weiter vom Fahrstuhl zu entfernen, als wenn die von rechts und links gleichzeitig kommen. Aber der Teddy war jetzt eh hier drüben. Kann ich den gleich mitnehmen, kriegt dafür eh bloß eine Sprengmine. So, Nummer 3. Kills. Huch, scheiße, der ist zu stark. Nein, verdammt. Ja, neues Spiel. So, diesmal sind die Kisten auf der anderen Seite. Also zumindest Variationen gibt es dann durchaus. Dann gleich auf die zweite Ebene. Oder beziehungsweise die dritte in dem Fall. So, jetzt ist bloß die Frage, okay, da hinten kommt der andere Typ, da muss ich mich ein bisschen in Sicherheit bringen und mir erstmal den anderen Weg freischießen, damit ich genug Platz habe, nach hinten wegzulaufen, schnell. So, der dauert jetzt ein bisschen. Ha, ups, der ging jetzt doch recht zügig. So, da ist der Verbandskasten. Was auch immer der letztlich dann bedeutet oder bringt. Aber Antipods bekomme ich bisher hier auf jeden Fall nicht eingesammelt.
Gut, dann zurück in den ersten Stock und die ersten Sachen abgegeben. Die Flinte hat 50. Dann nehme ich doch mal die Flinte. Oh, habe ich ziemlich wenig Antipods, aber... So, First Aid Kit, eine weitere Errungenschaft freigeschaltet. Und hier ist es auch abgeschlossen. So, dafür bekomme ich jetzt nichts. Achso, plus 10. Das heißt, auch da sind die Belohnungen immer unterschiedlich. Hier bekomme ich plus 12. Na gut. So, Level 4. Verdammt, das hat zu lange gedauert. Gucke ich mir doch jetzt gleich nochmal die nächste Ebene an. Oh, da ist schon wieder so ein Typ. Okay, der ist erledigt. Jetzt kann ich die andere Seite machen. Du hast besser, das Ganze noch ein bisschen größer zu sehen. Dann lässt sich wahrscheinlich auch wiederum leichter zielen. Also, Kekse, ja, Zuckerkekse wollte er haben. Als ob es nichts Wichtigeres gibt hier in dem Saftladen. So, weiter. Erstmal nach oben und die Sachen gegeben. Die Landmine, können die eigentlich beliebig oft eingesetzt werden? Maximalgewicht kann ich 20 tragen. Also drei Landminen gibt's. Das heißt, es lohnt sich nicht, die zu kaufen. Dann werde ich jetzt nochmal die Flinte mitnehmen. In der Hoffnung, dass die natürlich dann dabei hilft, die dann doch irgendwie zu erledigen. Okay, von dem ich bekomme ich diesmal die Landminen. Also Level 5. So, jetzt kommt wahrscheinlich da oben gleich irgendwas raus. Genau, war ja klar. Okay, bevor ich nicht alle ausgelöscht habe, kann ich auch die Sachen nicht lösen. Okay, auf jeden Fall, je dichter ich natürlich ranzoome, desto größer ist auch das Klickfeld, das ich zur Verfügung habe. So, ab einem gewissen Bereich habe ich 100% Treffsicherheit. Aber da sind die schon ziemlich dicht dran. Dass man sich nicht mal zurück in den Fahrstuhl retten kann, ist auch blöd. Aber so ist es eben. Zumindest ist jetzt hinter mir anscheinend keiner mehr. Und die haben auch keine Anzeige, wie viele Trefferpunkte sie tatsächlich haben. Natürlich war die Frage, ob die eine gewisse Reichweite haben. Okay, erledigt. So, her mit den Keksen. So, da ich jetzt noch genug Lebenszeit übrig habe, gehe ich gleich mal auf das nächste Level und guck mir an, was ich da jetzt am besten anstellen sollte. Na, komm, treffen. Ich habe das Ding da oben noch nicht weggeschossen. Schnell! Uff, das war knapp. Weil nochmal muss ich da ja nicht runter durchlaufen, damit sich das Ding dann nicht von der Decke irgendwie anfällt. Okay, hier ist nichts. Da ist was. Der Transistor. Ah, das Ding wollte der Typ. Hey, da gibt's noch was. Drei Antidots. Gut, dann eine weitere Errungenschaft wartet. Also hier hast du deine Kekse. Was bekomme ich dafür? 10 Antidots. So, hier hast du deinen Transistor. Auch Errungenschaft freigeschaltet. Und ich bekomme eine Landmine. Zumindest. Und 10 Antidots. So, für dich habe ich jetzt noch nichts. Gut, dann nächstes Level. Okay, da ist gleich so ein Ding an der Decke. Oh, nein, 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 nein. Oh, verdammt. Ich hätte mein Sturmgewehr einsetzen sollen oder diese Schrotflinte. Oh, da kommt schon wieder diese komische Kugel. Oh, da drüben ist noch einer. Oh, noch ein neuer Schleimerling. Oh no. Schnell. Die Kugel. Oh.
Also irgendwie scheint es so, je öfter ich spiele, desto mehr Monster werden mir entgegengeworfen. Oder zumindest je mehr unterschiedliche. Keine Ahnung, ob das Spiel das absichtlich macht. Okay, 5 Antidots. Und hier sollte ich, glaube ich, den Transistor finden. Naja, dann geht es jetzt eigentlich wieder in die 6. Ebene. So, Landmine Nummer 1. Oh no, der hat nicht ausgereicht! Verdammt! Ja, daran habe ich jetzt nicht gedacht, dass die Landmine die ja nicht komplett eventuell kaputt macht. So, jetzt gucke ich mir gleich mal das Level da unten an. Erstmal muss ich den erledigen, damit der mir nicht auf die Pelle rückt. So, und jetzt? Wie? Nur 2 Monster? Ah ne, da hinten kommen noch welche. Haben wir länger gebraucht. Nach dem Motto, die Köpfe werden immer kleiner, damit sie immer schwieriger zu treffen sind. Wie viele kommen denn da? Ich glaube, die werden da hinten produziert. Ich glaube, da muss ich was anderes noch aberledigen. Ja, die werden aus diesem Ding da hinten ausgespien. Und das heißt, da muss ich das Teil irgendwie platt machen, um da den weiteren Spawn zu verhindern. Super. Das reicht gerade so aus. Und ich muss wahrscheinlich dieses Ding da hinten treffen. Ja. Immer einen Schuss und eins von den Viechern erledigt, wenn ich es denn schaffe, es schnell genug zu erledigen. Das dauert noch eine Weile, bis ich den weg habe. Nein, so funktioniert das nicht. Jetzt aber, komm, noch ein Treffer. Jawohl. Jo, okay, hier hinten ist nichts, da war was. Der integrierte Schaltkreis. Aha, der will also auch so einen Computer-Krimskrams haben. Und sonst gab es hier nichts weiter zu holen. Doch, hier hinten gibt es noch was. 10 Antidots. Oje, nein, jetzt kriege ich ein Problem. Schade, jetzt habe ich die Errungenschaft nicht freigeschaltet, weil ich das Ding noch nicht abgegeben habe, obwohl ich das Level da unten schon geschafft hatte. Jetzt muss ich bloß noch dieses Ding an der Decke beseitigen. Das heißt, es ist nicht allein die Entfernung, sondern je nachdem, wie lange ich auf das Ding draufhalte, nimmt die Zielgenauigkeit zu. So, jetzt fahre ich gleich nach oben, um die nächste Errungenschaft zu bekommen. So, Mikrochip freigeschaltet. Ich habe jetzt gerade schon die erste Aufnahme gemacht, da war aber die Bildschirmaufnahme noch nicht korrekt eingestellt, weswegen ich jetzt mit euch einfach nochmal kurz ins Spiel starte. Und zwar am Anfang ist eben, dass man einmal mit dem Antidot startet, einen von diesen Dingern trinkt und dann jeweils 60 Sekunden Zeit hat für eine so eine Antidot-Portion. Und hier sind jetzt eben die verschiedenen NPCs, die etwas haben wollen. Der will ein Verbandskasten. Sie möchte ihren Teddy gerne haben. Der sagt noch gar nichts. Das ist der Shop, wo ich immer wieder versuche, die Flinte zu kaufen. Aber ich bisher noch nicht so erfolgreich war, die auch wirklich sinnvoll einzusetzen. Der will Schokokekse. Der möchte, ich glaube, einen Transistor oder einen Schaltkreis irgendwas. Und der hier will dann diesen anderen Schaltkreis und Transistor. Eins von beiden ist jedenfalls ein Schaltkreis und eins ist ein Transistor. Und das sind dann jetzt die Ebenen, auf die es für mich gilt, die Zombies zu beseitigen. Also, erstmal wieder den Teddybären geholt. Und das heißt, je länger ich hier Aiming mache, desto besser ist meine Zielwahrscheinlichkeit. Deswegen werde ich jetzt auch gleich hier wieder den Zoom ein bisschen hochstellen. Dann kann ich nämlich einfacher zumindest hier draufbleiben und sicherstellen, dass ich die besser treffen kann. Auch wenn die Munition letztlich unbegrenzt ist und es eher darum geht, dass ich halt die Wartezeiten nicht habe, bis das Ding irgendwann wieder nachgeladen ist.
So, hier ist als erstes der Plüschbär. Nächstes Level. Da habe ich jetzt schon den ersten etwas stärkeren Gegner. Genau, der da hinten ist. Deswegen brauche ich unbedingt die andere Seite. So weit frei, dass ich mich dort ungehindert bewegen kann. Und mir nicht die anderen in den Rücken fallen. Gut. Der Fahrstuhl geht entsprechend dann auf, wenn ich tatsächlich auch alle Zombies aus einer Ebene wieder erledigt habe. So, hier ist jetzt der Verbandskasten. In der nächsten Ebene warten jetzt schon kleinere Köpfe auf mich. Upp. Und weil hier dann echt die Sache ist... Oh no! Okay. Ja, und so sieht es dann aus, wenn ich dann selber zum Zombie werde. So, dann fange ich jetzt gleich wieder mit der untersten Ebene an, wo es nämlich hier dieses lette Ding an der Decke gibt. Und dafür mir hier dann auch irgendwelche Viecher immer wieder geschickt werden, deren Strom letztlich nicht abreißt, bis ich die Quelle ausgeschaltet habe. So, je dichter ich dran bin, desto schneller funktioniert der Aim, die Zahl, die da unten dann ansteigt. Aber sobald ich natürlich den Aim verliere, nützt es mir dann auch wieder nichts mehr. Dann lieber draufhalten und die rechtzeitig erschießen. Weil letztlich muss ich die mit 3 Schüssen auf jeden Fall niederstrecken, weil sonst komme ich an dieses Ding da hinten gar nicht erst dran. Ansonsten habe ich bereits die, ich glaube, 10, 25 und 50 Kills abgeschlossen, was die Errungenschaften angeht, und eben die 4 NPCs schon zufriedengestellt, dass sie, oder waren es 5? Müssten eigentlich 5 gewesen sein. Teddy, Verbandskasten, Schokokekse, Transistor und Schaltkreis. Ja, da war es schon wieder zu weit weg. Und so färben sich die Wände nach und nach einfach rot ein. Keine Ahnung, ob es dafür auch eine Errungenschaft gibt, von wegen ein ganzes Stockwerk rot einzufärben. Okay, das war's. Jetzt noch den erledigt, dann kann ich hier auch die Sachen durchsuchen. Okay, da ist diesmal nichts. Weil normalerweise haben diese Teile hier dann noch Potenzial, auch durchsucht werden zu können. Achso, ja, den habe ich ja noch nicht abgeschaltet oder noch nicht ausgeschaltet. Deswegen ist hier das Suchen noch nicht angegangen. Genau, 10 Antidots, die mir dann die Spielzeit um einige Minuten verlängern können. Und hier dann noch den integrierten Schaltkreis. So, und dann ist jetzt Level 7 freigeschaltet. Ich glaube, in dem war ich jetzt auch noch nicht. Und jetzt geht es erstmal dann darum, hier die nächsten Sachen freizuschalten. Und hier den Transistor. So, wenn ich es jetzt noch schaffe, die anderen 3 Level zu überleben. Okay, da ist schon diese blöde Kugel. Das heißt, ich muss mir erstmal die andere Seite freiräumen, damit ich genug Rückzugsmöglichkeiten habe. Ja, wenn die immer so schön springt, aber zumindest ist theoretisch der Block groß genug, dass ich immer draufbleiben kann. Okay, hier sind die Schokokekse für den anderen Typen. So, da gibt es jetzt den Verbandskasten. Okay, und jetzt noch den Teddy. Hoffe ich mal, dass ich den schnell genug erwische. Gut, auf der Seite ist nichts. Es ist Weihnachten, ich bringe euch Geschenke. Bitteschön. Und dafür bekomme ich 2 Landminen. Okay, aber keine Antidots. So, hier ist der Teddy. Und was? Habe ich den Teddy nicht geholt? Okay, dann muss ich nochmal eins runter und den Teddy holen. Also, dein Geschenk habe ich jedenfalls. Und bekomme Antidots und auch Landminen. So, hier ist der Transistor. Bekomme ich... die haben es ja echt diesmal mit den Landminen. So, und was bekomme ich von dir? Auch Landminen, na super, aber ein paar Anti-Serum-Geschichten. Okay, jetzt habe ich irgendwie den Teddy verpasst einzusammeln. Ach ja, stimmt, ich bin hier gar nicht hingelaufen. Also her mit dem Plüschbären. So, Mädel oder Kind. Naja doch, sieht aus, als hätte es Zöpfe. So, bitteschön. Und noch mehr Landminen. Ja, ihr habt es ja diesmal echt damit. Die machen, glaube ich, 60 Schaden. Nehmen wir mal eine mit und mal gucken, ob sie mir helfen, im 7. Stockwerk zu überleben. Ansonsten gibt es hier jetzt eh nicht mehr allzu viel Neues. Okay, da gibt es gar nichts. Und dann gibt es hier bestimmt umso Schlimmeres.
Okay. Okay, jetzt versteckt er sich. Das gibt's ja nicht. Ey, mach die Luke auf. Ach du Grüne, ich muss aus einer Entfernung so weit wegschießen, dass ich den... Oh Scheiße! Nein! Wie rette ich mich jetzt da raus? Verdammt! Okay, also wieder ein neues Monster mit einer neuen Problematik. Die letzte Errungenschaft, die noch aufsteht, ist dann tatsächlich zu gewinnen. Beziehungsweise wahrscheinlich einfach die anderen drei Level dort zu clearen. So, bei denen muss ich auf jeden Fall mal weit genug weg sein, damit ich die erledigen kann. Weil sonst machen die einfach dicht. Und das schnell genug, bevor ich auf der anderen Seite gegen die Wand laufe. Und da kommt noch mehr. Dann ist da jetzt wahrscheinlich noch so eine Fabrikation, die diese ganzen Dinger da ausspuckt. Und zumindest ist es ja schön, dass die alle aus zwei oder vielmehr aus einer Richtung kommen. Sonst wäre das ziemlich unmöglich gewesen, diese beiden Gesichtsverstecker da zu erledigen. So, jetzt ist natürlich noch die Frage, wie schwierig ist es, die letzten Level... Das wäre fast schief gelaufen. So, jetzt gucken wir mal. Okay, das dauert einfach zu lange. Da kriege ich das Ding nie klein. Vor allem ist die Reichweite einfach zu schlecht. Das heißt, an sich scheint man mit der besten Waffe schon am Anfang ausgerüstet zu sein. Zumindest was die Entfernung angeht. Die andere hat ja einen deutlich höheren Schaden als 15. Aber ist halt nur auf sehr kurze Entfernung nutzbar. Wenn ich die mit mehr als mit 3 Schüssen brauche, um die zu erledigen, dann komme ich auf jeden Fall nicht weiter nach vorne. Weil dann kommt schon wieder der nächste nach. Und ich habe den Eindruck, der spuckt auch die Dinger etwas schneller aus, als der im Stockwerk darüber. Aber naja, im Moment habe ich jetzt auch schon 2 Treffer gelandet, bevor der nächste dann, bevor ich mich um den kümmern muss. Ja, jetzt ist er erledigt gewesen. So, dann sollte das jetzt das letzte Vieh sein. So, mal gucken. Hier hinten ist nichts. Die Dinger sind diesmal geschlossen, nur der ist offen. Okay, Landminen. Gut, Gewicht habe ich jetzt schon zu viel, kann ich nicht weiter mitnehmen. Dann auf ins nächste Stockwerk. Nee. Oh, cool. Jetzt ist natürlich die Frage, was denn da... Oh, das hat ja gut geklappt. Alle rechtzeitig ausgeschaltet, bevor sie mich über den Haufen gerannt haben und keine großen Überraschungen erlebt. Also dann, vorletztes Level. Oh, scheiße. Ist das der einzige? Tja, ohne Landmine komme ich da anscheinend nicht mehr weiter. Oh, das ist aber nicht gut, wenn der... Dann muss ich ja mindestens so viele Landminen mitnehmen. Oh nein! Wie soll ich denn den fertig machen? Ey! Das ist aber nicht fair. Ah, okay. Okay, der kommt raus, wenn ich vorbeilaufe. Na super. Und dann... Tja, na das ist ja hammerhart. Immer nur kurz vorbeilaufen und dann habe ich ein paar Sekunden Zeit, den zu treffen. Und nicht stehen bleiben. Sonst haut er mir auf den Kopf und ich bin hinüber. Das ist wahrscheinlich der erste Bossfight. Im Hardcore soll in jedem Level so ein Bossfight stattfinden. Oh Mann, ich treffe überhaupt nicht. Ha! Hey, cool! Jetzt fehlt nur noch ein Level, um das Spiel zumindest in der normalen Schwierigkeitsstufe abzuschließen. Aber es gibt hier auch keine Antidots und
Ich glaube, ich werde mich mal noch mal ein bisschen mit Minen eindecken, weil schließlich habe ich in den letzten Stockwerken ja überall noch Minen liegen gehabt. Und hoffe, dass ich das letzte Level noch mitschaffe. Also, was gibt's hier? Oh, die schon wieder. So, je nachdem, was da jetzt alles hochgeht. Oh je. Schnell, er schießt ihn. Okay, der ist noch nicht weg. Jetzt ist er weg. So, ein Kaugummi. Ein hüpfender Kaugummi. Noch einer. Okay, wahrscheinlich werden die jetzt von der Maschine produziert, die ich jetzt da hinten dann erledigen muss. Aber das sollte eigentlich zu bewerkstelligen sein, wenn jetzt hier keine weiteren Überraschungen auf mich warten, dass ich mich da nach und nach ranarbeite. Na, mal gucken, ob ich vorwärts komme. Im Moment kommen die ziemlich zügig an. Und die brauchen anscheinend Minimum 4 Treffer. Aber es klappt im Moment schon ganz gut, die im Fokus zu halten. Mehr oder weniger jedenfalls. Und ich habe mich fast schon wieder bis zum Fahrstuhl vorgekämpft. Ja, da ist was. Oh je, da bin ich ja mal gespannt, wie das Ding auszuschalten ist. Wahrscheinlich kann ich es nur treffen, während das Teil rausgespuckt wird. Ja, weil ansonsten ist es nämlich geschlossen. Ja, nur wenn dieser rote Kopf da oben rausguckt, kann ich tatsächlich was machen. Was ist das? Ah, jetzt ist der Download von dem Hardcore abgeschlossen. Dann kann ich ja vielleicht doch noch einen Blick auf das Hardcore werfen. Keine Ahnung, warum das vorher mit dem Download nicht geklappt hat. Der andere Spielmodus jedenfalls für das Thema mit der Taschenlampe ist ja anscheinend eben noch nicht released. Ich weiß gar nicht, sag mal, kommen die wirklich aus dem da raus oder kommen die nur an dem vorbei? Ich habe jetzt immer noch nicht gesehen, wie die bei dem rauskommen sollen. Oder springt das Ding da irgendwann oben raus? Oder ist es noch ein zweiter, der hier dabei ist? Wenn das so weitergeht, gehe ich hier noch drauf, weil ich mich nicht mehr konzentrieren kann, die wirklich ordentlich zu treffen. Ach richtig, ich habe ja irgendwie nur eine begrenzte Zeit. Noch habe ich aber 5 Antidots, aber allzu lange reichen die jetzt echt nicht mehr. Muss mich langsam mal bemühen, hier endlich ranzukommen. Sonst gehe ich einfach noch so drauf. Wer weiß, wie dann das Ende aussieht. Jetzt komm schon. Oh, verdammt. Ich kann langsam nicht mehr klicken. Brauche ganz sicher nur noch einen Treffer. Zumindest ein 15er. Verdammt, meine Antidots gehen zu Ende. Nein! Nein! Oh Gott! Ich hab's nicht geschafft. Ja, mit der Schrotflinte geht das Ding schon viel besser. Es ist halt zwar gefährlicher, nicht da dran zu stehen, aber es lässt sich handhaben. Okay, das ist die Überraschung bei dem Vieh. Das heißt, wenn ich dem zu nahe komme, dann kriege ich ziemliche Probleme. Also gleich her mit der Pistole, mit der Schrotflinte. Und dann geht's zügig los. Tatsächlich 3 Stück davon und ich dachte schon, der ist bloß immer wieder gekommen. Ich war viel zu weit weg, der hätte mich überhaupt nicht treffen können. So, endlich mal wieder im untersten Stock angekommen und nur noch diese Hüpfeviecher und die Entstehung von dem Teil. So, jetzt kann ich mir auf jeden Fall mal in Ruhe angucken, wie die Viecher da rauskommen. Und dem hoffentlich ausreichend Schaden versetzen. So ist es auf jeden Fall sehr viel entspannter, wenn ich immer nur einen Schuss brauche, um die Viecher zu erledigen. Und das Bossmonster ist fast gekillt. Mal gucken, eins noch. So, jetzt komm schon, streck den roten Arsch raus und zack, die letzte Errungenschaft abgeschlossen.
To be continued. Okay. So, jetzt noch einen ganz kurzen Blick auf das Hardcore. Also mal gucken, wie es im Hardcore-Modus gespielt wird. Weil es gibt keine NPCs, das heißt, es gibt nichts zu kaufen und man kann nur gegen die Dinger da bestehen. Und ich kann anscheinend auch nicht rauszoomen. Ah, okay, ich habe dafür aber eine andere Überlebensmöglichkeit. Ich kann trotzdem zumindest ein bisschen reinzoomen, um die ein bisschen besser zu treffen. Jetzt ist nur die Frage, wie schnell sterbe ich denn? Wahrscheinlich da oben sind die 4 Minuten. Das sind meine... So, das ist dieses Schnellfeuer-Ding. Oh, da hinten ist einer mit einem Hackklotz. Also es ist tatsächlich ein bisschen anderes Spielmodi, als natürlich das andere gewesen ist. Und der hat eine Waffe. Ja, stehen die jetzt immer wieder auf, oder was? Welchen Sinn macht das denn? Okay. Das heißt, ich muss eigentlich den Boss erledigen und mich nicht so lange mit den Dingern da abgeben. Weil die mir nur Zeit und Munition kosten. Okay. Gut, das ist also der Hardcore-Modus. Gut, also gleich nochmal. Die Viecher da ein bisschen beiseite geschafft. Und dann sich um den da gekümmert. Statt um die Viecher. Sag mal, was ist das eigentlich? Da schießt der Kerl da auf mich. Das ist am sinnvollsten, die hier drüben irgendwie zu erledigen, damit die hier rüberkommen. Und dann, dass ich da drüben freie Bahn habe, um mich um den Boss zu kümmern, bevor die mir wieder auf den Keks gehen. So, jetzt schnell rüber und ein paar Schüsse auf den Boss abgegeben. Weil das dauert ja nur eine Weile, bis der erledigt ist. Weil dass die immer nur vorübergehend ausgeschaltet werden können, ist ja... Naja, auf jeden Fall hat man letztlich 5 Minuten Zeit. Und mit den Verletzungen wahrscheinlich einfach schlichtweg etwas weniger. So, jetzt wieder schnell zum Boss. Und den erledigt. Komm, schnell. Bevor die... Mist, ich habe den fast erledigt. Verdammt. So, der andere läuft auch noch durch die Gegend. So, jetzt, jawohl, der erste Hardcore-Boss ist erledigt. Also, nächste Runde. So, hier gilt ja wahrscheinlich das Gleiche, dass die... Okay, jetzt sind sie schon auf jeden Fall schon da. Was ist das denn bitte? Durch was bin ich denn da jetzt so getroffen worden, dass mir die Zeit da verloren geht? Und vor allem, dass ich die nicht längere Zeit ausschalten kann, ist natürlich echt blöd. Die spuckt mich an. Also hier gilt auch wieder, die irgendwie hier drüben erledigen. Damit ich irgendwann Zeit bekomme, um mich mit dem Boss anzulegen. Aber ist echt kaum möglich. Boah. Okay, also das ist der Hardcore-Modus, werde ich definitiv nicht mehr beenden. Das dauert einfach zu lange, bis hier... Ja, also da die Mechaniken jetzt rausbekommen, wie und wo ich natürlich jetzt möglichst schnell die Typen da platt mache, um mich dann um den Boss zu kümmern. Und letztlich darf ich mich nur hinter den Boss stellen. Ja, ich darf nicht auf der Frontseite sein,
Weil sobald die sich zu mir umdreht, kann die mich irgendwie auch infizieren. Oder zumindest verletzen. Die Frage wäre jetzt natürlich, ob es tatsächlich irgendwie möglich ist, dass die Dinger mal irgendwann längere Zeit weggehen. Weil ansonsten laufe ich den ja immer wieder in die Falle. Okay, dreht sich immer wieder um. Ja, da ist gleich eine Minute vorbei, wenn die mich getroffen hat. Ja. Wenn ihr dann noch eine Herausforderung sucht, ist das auf jeden Fall der Hardcore-Modus. Soweit also Bloody Walls und ja, bis zur nächsten Folge von Angeschaut und Ausprobiert. Tschüss!